Hallo meine lieben Freunde der unterhaltsamen Telefongespräche. Es gibt wieder ein Hörspiel. Heute ist Kakerlaken-Partyzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche zusammengefasst als Hörspiel, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und auf jeden Fall auch jede Menge Aufklärung, wo wir alle nicht unser Geld versenken werden. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Schlagen. Was? Hallo. Ja. Manuel Benson für Sie da, von der Firma Swiss Pro. Ich höre zuschlagen. Ja. Und ich bin der Mensch von der Firma Swiss Pro. Wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Okay? Also, das ist eine Roboter. Der Roboter handelt kostenlos für Sie. Also er kauft Aktien oder Kryptowährungen und verkauft für Sie so gut wie möglich, damit Sie Geld am Finanzmarkt profitieren können. Der Roboter läuft automatisch, hier zuschlagen. Sie brauchen keine Zeit investieren bei uns. Okay? Also, dieser Robot kauft und verkauft verschiedene Aktien, Kryptowährungen für Sie, ja? Aha. Kauft und verkauft für Sie, so macht Ihr Gewinn. Also, da sind das viele verschiedene Aktien, Beispiel Tesla, Microsoft, Apple, aus den Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum, Solana, wissen Sie. Also, kauft und verkauft und so macht Ihr Gewinn. Und natürlich wegen den Auszahlungen, das können Sie jederzeit machen, okay? Also, die Auszahlung passiert ganz einfach. Sie müssen klicken auf Auszahlung, schreiben Sie Ihre Kontonummer, schreiben Sie, wie viel Betrag möchten Sie auszahlen lassen und das Geld kommt direkt auf Ihr Konto, okay? Aha. Also, und wie gesagt, wo ganz wichtig ist, der Roboter läuft automatisch. Ja, Sie brauchen keine Zeit investieren bei unserer Firma. Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder das ist für Ihr erstes Mal? Was denn? Wie bitte? Ja, das war die Frage. Ich habe Sie nicht gut gehört. Ja, ich Sie auch nicht. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Welchen denn? Also so, mit dem Online-Handel. Mit Aktien, Kryptowährungen? Nö. Haben Sie nicht? Mhm. Okay, das ist natürlich gar kein Problem. Wie gesagt, der Roboter läuft automatisch. Ja? Und damit wir Ihr Handelskonto aktivieren, das passiert mit einmaliger Investition von 100 Euro. Okay? Ja, wo nehmen Sie die her? Nicht von mir. Von wem soll ich das nehmen? Ja, weiß ich nicht von mir. Okay, okay. Alles klar, das machen wir so. Ja? Was denn? Ja, bitteschön. Guten Tag, spreche ich mit Andreas Kott? Ja, Herr Kott am Apparat. Hallo, Herr Kott, das ist Thorsten am Apparat von Swiss Pro und die OYO Profit System. Rufe ich Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben eine Anfrage bei uns gestellt über unser automatisches Handelssystem. Ich sehe, dass Sie daran interessiert, unser automatisches System zu nutzen. Ja? Wann habe ich mich denn angemeldet? Sie haben Ihre Daten in unserer Webseite hinterlassen für ein paar Monate. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Und wir haben ein Angebot über unsere Kunden, das ich habe nicht gemacht, das System zu testen. Können Sie nur zu fragen, was waren Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Keine Ahnung, ist ja nur schon eine Weile her, haben Sie ja selbst gesagt. Sie möchten diese Nutzung ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen. Was? Okay, und habe ich Sie Erfahrung im Online-Handel oder das ist Ihre erste Mal? Was denn? Okay, so Herr Kott, das System läuft automatisch. Und das bedeutet, dass Sie müssen nicht selbst zu entscheiden, wann zu kaufen und wann zu verkaufen. Das System wird den Handel für Sie erledigen und Sie können das Konto sogar von Ihrem Telefon aus zu überwachen. Aha. Habe ich jetzt eine noch Fragen?
Nö, aber was soll ich auch fragen? So, Herr Gott, normalerweise, wenn Sie haben die Konto eröffnet, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Aber jetzt ist die Angebote, dass Sie können das System zu testen nur für 50 Euro. So, Sie können die Ergebnisse selbst zu sehen. Und dann, wenn Sie möchten, mehr Geld zu verdienen, Sie können mehr zu investieren, aber das ist nur Ihre Wahl. Oder auf die andere Seite, wenn Sie danach der Meinung sind, dass das nicht das Richtige für Sie ist, Sie können die Geld zu abheben, löschen wir Ihr Konto. Ist das für Sie in Ordnung? Was soll denn da in Ordnung sein? Also, ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Was möchten Sie denn? Ich wolle für Sie die Konto zu aktivieren, weil ich sehe, dass ich habe nicht gemacht, diese zu machen für ein paar Monate. Ja und? So, sind Sie interessiert, in eine zweite ständige Einkommensquelle zu machen? Ich bin erstmal grundsätzlich daran interessiert, einen vernünftig sprechenden Mitarbeiter ans Telefon zu bekommen. Well, Mr. Kott, you've registered on an English website, so if you decide that my German is not that good, if you want, we can speak in English, so it can be easier for you. Was soll der Scheiß jetzt? Wir sind in Deutschland. Yes, but you registered on an English website. So you should be able to speak English since you registered on an English website. Kann ich einen Mitarbeiter geben, der fließend Deutsch kann? No, as I said, you registered on an English website, so you should speak English. Also können Sie kein Deutsch? No, I try to speak Deutsch, but apparently it's not good enough for you, so you might be trying to do it in English. Aha. So what were you looking to achieve with the system when you opened the account? What were your expectations? Also wenn ich irgendwas verstehen soll, dann reden Sie vernünftig Deutsch oder holen mir am besten jemanden, der Deutsch kann. Well, I try to speak in German, but you pretend that you don't understand it. Also so irgendwas fehlen, I don't see any problem. All of our German clients are understanding me, how only you cannot understand it, I don't know, but that's your problem. Also Ihr so Englisch ist genauso schlecht wie Ihr Deutsch, ich kann es nicht verstehen. Your German is not very good as well, but I'm not saying anything. Wir müssen mir irgendeinen deutsch sprechenden Mitarbeiter geben, der es vernünftig But I can't understand your German as well, so I don't know how this is going to work. So, Mr. Kott, what were you looking to achieve with the system when you opened the account? What were your expectations? Okay, no problem. We'll try to call you again later when you're in a better mood. Have a nice day. Bye-bye. Hallo. Grüße, Daniela. Ich heiße nicht Daniela. Dann kann ich später anrufen. Hier gibt's keine Daniela. Nein, Ela. Hodensack Ela brauche ich. Ach so, ja. Hodensack ist am Apparat. Ach so, Entschuldigung. Firma Shop Online ruft an. Ich heiße Anna und es geht um Ihre Bestellung, um Prostovit. Was für eine Bestellung? Das Produkt Prostovit für 492 Euro. Ja, was ist damit? Ich wollte wissen, ob Sie die Sendung bekommen haben oder nicht. Nee, ist nicht angekommen. Moment mal. Bei mir steht, dass Sie die Sendung abgelehnt haben. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Am 9. war der Kurier bei Ihnen. Nee. War keiner da. Komisch. Die Sendung ist zurück bei uns geschickt. Falls Sie brauchen, kann ich noch einmal zu Ihnen schicken. Ja. Ja? Ja. Gut, dann. Ich schicke noch einmal zu Ihnen die gleiche Bestellung. Ja. Auf die gleiche Adresse. Braunschweiger Straße 555. Mhm. Und die Postleitzahl 12055. Ja. Ja. Auf dem Briefkasten steht Ihr Name, Hodensack. Ja. Nur das oder auch Ella? Nö. Ja, gut, dann ich schicke noch einmal zu Ihnen. Sie müssen 4 Tage bekommen. Ja. Ja. Alles klar. Dann. Danke. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Ja. Hallo. Ja. Gustav Kott, grüße Sie, Elisabeth Tag am Apparat. Und Swisscom. Online-Handelsplattform am Finanzmarkt. Sind Sie noch da, Herr Kopp? Ja. Ja, und wenn Sie das Konto aktivieren möchten, der Mindestbetrag zum Starten ist 50 Euro. Sie sind irgendwie leiser als Ihre Hintergrundmusik. Ist jetzt besser? Nö, jetzt ist nur die Musik noch lauter. Und jetzt? Die Musik ist immer noch laut. Ja, aber wie hören Sie mich? Das ist wichtig. Ja, jetzt höre ich Sie besser. Alles klar. Wie gesagt,
Der Mindestbetrag, mit dem Sie starten können, ist 50 Euro. Mit Kreditkarte und 100 Euro per Banküberweisung. Was denn? Bitte? Was denn? Ich höre Sie nicht. Nochmal. Was denn? Wie gesagt, Sie haben zwei Möglichkeiten zur Zahlungsart. Und dann werden wir Ihr Konto aktivieren mit unserer automatisierten Software am Finanzmarkt. Das heißt, Sie brauchen nichts zu machen. Das funktioniert nach einem Algorithmus. Verstehe ich nicht. Sie verstehen nicht? Nee, Sie nuscheln irgendwie so. Herr Kopp. Was denn? Ja, ich sage Ihnen ja. Was ja? Ja. Hallo, schönen guten Tag, Samuel. Mein Name ist Stefan. Ich will Ihnen über unsere Handelsplattform erzählen und alle Ihre Fragen beantworten. Sagen Sie mir jetzt keine Zeit. 15:30 bin ich wieder da. Vielleicht kann ich vor zwei Stunden anrufen oder drei. 15:30. 15:30? Mhm. Okay. Dann bis bald. Schön. Yep. Hallo, Samuel. Wir haben schon mit Ihnen heute gesprochen. Ja, aber scheinbar scheinen Sie ja ein bisschen doof zu sein. Ich habe gesagt 15:30. 15. Guten Tag. Och, du hast aber schöne Musik im Hintergrund. Der Herz allerliebst. Ja? So, und jetzt? Kann man da bei euch eigentlich als DJ anfangen in der Firma? Ja, sucht ihr noch Mitarbeiter? Dann könnt ihr mir ja mal zeigen, wie ihr die Leute verarscht. Ja? Dann kann ich mithelfen. Aber deine Computermaus hört sich sehr, sehr alt an. Also so viel Geld könnt ihr ja gar nicht verdienen. Wollen wir was zusammen singen am Telefon? Hey, Pippi, Langstrumpf, tralali, tralala, tralahopsasa. Schnecke. Ah, du bist ja langweilig. Was erhoffst du dir denn davon, meine Schnuckelschnecke? Tja, so ist es, ja. Na gut, dann würde ich sagen, rufst du später nochmal an. Tschüssikowski. Ja? Ja, hallo, Eva Maria, Handelsplattform Six Trading. Aha. Es geht um Online-Investitionen an der Börse. Aha. Das heißt, ich habe von Ihnen dann eine Anmeldung, dass Sie Interesse haben, aber keine Registrierung. Ja, warum rufen Sie dann an? Um die Registrierung zu machen. Was habe ich jetzt davon? Naja, Sie können mit uns zumindest an der Börse Geld verdienen. Aha. Haben Sie denn schon mal investiert? Also schon nee. Erfahrung? Noch nie. Dann wäre es ratsam, mit einem Experten zu arbeiten oder über einen Bot, also automatisch über eine Software. Aha. Aber Sie wissen schon, dass man sowas Kaltakquise nennt, ja? Was kann man kriegen? Sowas nennt man Kaltakquise. Haben Sie denn Interesse? Das, was Sie also, da gerade machen, ist laut Telekommunikationsgesetz Paragraph 65 verboten. Nicht ganz. Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, nee. Dann waren Sie damit einverstanden, dass wir Sie telefonisch oder per E-Mail kontaktieren dürfen. Nein. Doch, nein. Steht da fehlt Ihnen das Double Opt-in. Nein, da steht... Da möchte ich jetzt gerne mal Ihren Datenschutzbeauftragten aus der Firma sprechen. Okay, der ist im Moment nicht erreichbar. Der muss erreichbar sein. Der muss vorhanden sein, sonst dürfen Sie gar nicht telefonieren. Im Moment aber nicht. Das ist illegal, der muss da sein. Er ist ja da, nur nicht gerade erreichbar. Weil er im Gespräch ist. Ja, dann warte ich so lange, bis er dran ist. Dann in 10, 20 Minuten, wenn das in Ordnung ist, wird er Sie zurückrufen. Na ja, dann soll er in 10 bis 20 Minuten anrufen. Okay, dann gebe ich Ihre Daten weiter. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, dann einen schönen Tag von meiner Seite aus erstmal. Wiederhören. Ja. Hallo. Ja. Sind Sie Herr Steiner? Ja. Haben Sie bei Bitcoin Smart eine Meldung gemacht? Wollen Sie nicht erstmal erzählen, wer Sie sind? Entschuldigung, ich bin Herr Holm von Handelsplattform.
Was denn für eine Handelsplattform? Bei Bitcoin Smart. Und wie heißt die Firma? Warten Sie bitte. Erst ich wollte Sie wissen, ob Sie wirklich Registrierung gemacht. Und ich würde erst mal gerne wissen, von wo aus Sie anrufen. Ich habe es schon gesagt, von Bitcoin Smart. Und so heißt die Firma, oder wie? Genau. Wo haben Sie Registrierung gemacht? Keine Ahnung. Wo haben Sie denn die Registrierung her? Okay. Auf Wiederhören. Aha. Sehr interessant. Was ist los? Hallo, spreche mit Homosexual. Ja, ich bin Peter Frank von Arthur Capital. Sie haben mit unserer Plattform registriert und eine Handelskonto erstellt. Aha. Okay, so, haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Nee. Wie bitte? Nee. Okay, so, so kennen Sie, was ist Bitcoin und so, kennen Sie das? Haben Sie gehört über das? Nee. Okay, so, wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie haben registriert mit unserer Plattform, so. Sie möchten Ihnen helfen, Ihre Kontos zu aktivieren, so. Von uns, es ist so, like, Sie, wir haben zwei verschiedene Systems, also Sie können wieder Handelskonto machen mit automatisch oder Sie können das kriegen eine Finanzberater. Hören Sie, Herr Brock? Ja. Ah, okay, so, das Sie können machen, so, weil Ihre E-Mail-Adresse ist homosexual@outlook.de. Ja. Ja, so, wir haben Ihre Daten bekommen von Ihrer E-Mail-Adresse, dass Sie haben registriert mit unserer Plattform, ja? Aha. Okay, so, so, das, so, wir haben mit uns, wir haben drei Beträge, so, der Standard-Beträge, das ist 500 Euro und Sie bekommen 30% Bonus, so, es ist 650 Euro, Sie haben in Ihrem Handelskonto. Und der Premium-Beträge, das ist 1000 Euro und Sie bekommen 30% Bonus. So, Sie haben total 1300 in Ihrem Handelskonto. Und wir haben noch eine Beträge, das ist nur 250 Euro. Das ist für Anfänger und Sie können lernen mit Ihrem Handelskonto. Ja, mit, wenn Sie anfangen mit 250 Euro. Das ist zu teuer. Okay. Wie bitte? Das ist zu teuer. Teuer, aber so, das ist, wenn Sie anfangen, Sie können dann probieren mit 250 Euro und dann schauen, dass, zum Beispiel, wenn Sie investieren 250 Euro, Sie können jeden Monat ungefähr 800 bis 1000 Euro verdienen, jeden Monat. Das ist zu teuer. Ja, so, was machen Sie als beruflich? Nix. Nix? So, Sie sind arbeitslos? So, Nee. So, was machen Sie? So, wie leben Sie? Na, ja, ganz normal. Ja, das ich weiß, aber wie bekommen Sie Ihre Einkommen von... Na, ich habe kein Einkommen. So, was machen Sie für Ihre Lebensmittel? Ja, da gehe ich an mein Konto und hole da Geld runter. Wie bitte? Da gehe ich an mein Konto und hole da Geld runter. Was meinen Sie? Na, ich hebe Geld ab. Das meine ich damit. Ja, ja, Sie, nein, no, ich frage das, was, aber wie bekommen Sie Geld jeden Monat, wenn Sie sind dabei los? Ne, ich hab das einfach. So, was machen Sie früher? Was? Was machen Sie früher? Was ist Ihre Arbeit? Was machen Sie? Was haben Sie? Was ist Ihre Ausbildung? Was machen Sie? Was ist Ihre Beruf oder? Ich hab keine Ausbildung. Sie haben keine Ausbildung, okay. So, haben Sie keine, was haben Sie studiert? Nix. Nix, okay. So, was ist Ihre rauen Namen, weißt du? Was ist Ihre richtige Namen, weißt du? Ja, der da steht. Sorry? Der da steht. Homosexuell. Hm. Okay, so, aber das ist Ihre Sexualität, oder? Nee. So, das ist Ihr Name? Ja. Okay, so, das ist, wir haben keine Zeit über reden über Ihren Namen, weil wir möchten Ihnen helfen, Ihre Konto zu aktivieren. So, wir, von uns, wir haben drei Beträge, so, Sie haben schon interessant gesagt, so, dass Sie müssen entscheiden, mit welchen Beträgen möchten Sie anfangen, ja? Ist mir zu teuer. So, wie viel haben Sie denn? Das geht Sie nichts an. So, es ist so, like, wir haben nur diese drei Beträge, so, dass Sie haben das schon geschaut, ja? Ja. Okay, so, Sie müssen, also, wenn Sie gar nichts sagen, etwas, wir können Sie nicht helfen, weißt du, weiter. Ach so, na dann. Okay, so, wo wohnen Sie in Deutschland? Zu Hause. Hause, ich weiß, aber welcher Platz? Na, zu Hause. Wie bitte? Na, zu Hause. Ja, das ich weiß, aber... Okay, so... Mhm.
Ja? Hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja, wer sind denn Sie überhaupt und wen möchten Sie gerne sprechen? Mein Name ist Felix. Ich melde Ihnen von 22 Pips wegen ein paar Informationen zu teilen über Thema Trading Online. Und wen haben Sie schon sprechen? Erfahrungen auf dieser... Mein Name ist Felix. Nee, wen Sie sprechen wollen? Sind Sie Sebastian? Das ist der Vorname. Mit so einem Vornamen sprechen Sie mich nicht an. Herr Kackfein. Kackifein. Ja, richtig. Ja. So, und was wollen Sie jetzt von mir? Sie haben bei uns dann eine Anmeldung gemacht. Für diesen Grund habe ich Ihnen angerufen. So. Haben Sie Erfahrungen mit Trading Online? Wie bitte? Ob Sie auch vernünftiges Deutsch können oder irgendjemanden haben, der vernünftiges Deutsch kann. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie mir da ins Telefon reinlutschen. Ja, bitte. Schönen Tag, spreche ich mit Sabo Salmonelle. Wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen? Wie bitte? Wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen? Also, Herr Sabol, ich bin Kontoberater Thomas Mancini von AUX Capital. In unserem Unternehmen, Sie haben eine Anmeldung gemacht, ja, in unserer Werbung, und deshalb kontaktiere ich mit Ihnen. Aha, wann habe ich denn das gemacht? Das haben Sie gemacht ungefähr vor 13 Tagen. Aha. Ja, was möchten Sie da jetzt? Also, deshalb kontaktiere ich mit Ihnen, Herr Sabo. Ich bin Kontoberater und meine Arbeit ist kurz über weitere Schritte Informationen geben, um mein aktives Konto eröffnen zu helfen, wenn Sie haben Interesse daran. Haben Sie verstanden? Habe ich verstanden, ja. Haben Sie Interesse daran? Nee. Dann warum haben Sie bitte diese Anmeldung gemacht? Habe ich ja nicht. Wie bitte? Dann woher habe ich Ihre Daten bekommen hier? Ja. Ja, weiß ich doch nicht, wo Sie Ihre die herhaben. Ihre Name, Ihre Nachname, Ihre Nummer. Ja, weiß ich ja nicht, wo Sie das herhaben. Also, das ist eine andere Möglichkeit, gibt es nicht. Ja, Sie haben in einer Werbung Ihre Daten gelassen. Aha. Ich habe Ihre Portfolio hier bekommen. Ja, habe ich nicht. Okay. Ja. Was wollen Sie da jetzt noch in der Leitung? Ja, bitte. Was denn? Kumpel, wenn du nicht sprichst, lege ich wieder auf. Hallo. Ja. Grüß dich, Herr Hodensack. Firma Shop Online ruft an. Sie haben bei uns das Produkt Prostovit bestellt. Mhm. Haben Sie das bekommen? Nee. Und auch keinen Zettel im Briefkasten? Nee. Ihre Sendung liegt bei der Post. Ist abholbereit. Ich gebe Ihnen die Paketnummer. Mit dieser Nummer können Sie sicher das Paket von der Post abholen. Ja. Etwas zum Schreiben haben Sie? Ja. Ja. Dann 00. 00. 34. 34. Ja, das ist die Paketnummer. Ja. Ja, Ihre Sendung liegt in der Filiale Sonnenallee 208. Ja. Ja. Heute oder morgen schaffen Sie die Sendung abzuholen? Nee. Dann übermorgen? Nee. Also die Sendung bleibt bei der Post bis Freitag, am spätestens am Freitag. Ja. Ja, dann schaffen Sie die Sendung abzuholen. Muss ich gucken. Ja, versuchen Sie bitte. Ja, dann, falls Sie die Sendung nicht abholen, dann die Sendung kommt zurück bei uns wieder. Oh je. Ja? Das ist ungünstig. Also,
Versuchen Sie bitte, die Sendung abzuholen. Gut, dann danke, alles Gute. Tschüssi. Tschüssi. Jo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Lona Weiß ist am Apparat. Wie geht's Ihnen? Alles gut soweit? Entzückend. Wie bitte? Entzückend. Ah, ich verstehe Sie nicht. Nee. Vielleicht sollten Sie dann mal in Ihrem eigenen Land telefonieren. Also ich rufe Sie an von Berlin und von FCM Group. Es geht um eine Anmeldung bei Onlinehandel, das Sie gemacht haben. Aha, deswegen rufe ich Ihnen an, Ihnen weiter zu informieren. Wie bitte nochmal? Wann denn? Wann? Hm. Weiß ich nicht. Aha. Ich habe diese Liste mit diesen Kunden heute bekommen. Ja, aber Sie müssen das ja wissen, wann die Eintragung gemacht wurde. Ja, das ist nicht so, das ist egal, ich weiß es nicht. Nee, es ist nicht egal. Es ist ja Datenschutzgesetz. Herr, also Sie haben ja diese Anmeldung gemacht, ich bin hier nur Ihnen zu informieren, das ist alles. Ja, aber Sie können ja gar nichts informieren, Sie wissen doch überhaupt nichts. Ich habe hier Ihre Nummer, deswegen rufe ich Ihnen an, Sie haben selber angemeldet. Sie nutzen diese Mario Kart-Name, ich weiß es nicht, wie Sie wirklich heißen, aber ja. Ja, aber Sie sollten sich vielleicht mal um Ihre Datenschutzlücken mal Gedanken machen, weil das geht ja so nicht. Wieso? Das ist ja kein Datenschutz, was Sie da einhalten. Ja, ich habe meinen Namen gesagt, ich habe, ja, aber Sie haben trotzdem keinen Datenschutz eingehalten. Anrufe gesagt, was möchten Sie mehr? Na, habe ich doch und gesagt. Warum möchten Sie diese Daten? Ja, naja, weil das mir zusteht. Haben Sie Interesse mit Onlinehandel etwas zu machen oder nicht? Ich habe erstmal Interesse, dass Sie vielleicht das tun, was Sie gesagt haben. Fragen beantworten, aber das können Sie ja dem Anteil. Ja, ich habe das schon gesagt. Nee, haben Sie nicht. Was möchten Sie? Möchten Sie mich treffen oder was? Nee, das ganz bestimmt nicht, weil Sie sind bestimmt hässlich, aber ich will, dass Sie mir sagen, dass Sie meine Daten her haben. Ich denke, dass du bist ein Hurensohn, aber was können wir machen? Ja, vielleicht ich bin hässlich und du bist ein Hurensohn. Ja, aber vielleicht suche ich ja, mal einen anderen. Ja, du bist illegal. Deine Mutter hat dich bereut. Also, tschüss. Ja, Kriminelle. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Grüß dich mit der Sabuel Salmumele. Sind Sie verbunden? Wen habe ich da dran? Wunderschön. Mein Name ist Alex Bauer. Und ich rufe schon am Deutschen Hauptzentral an. Aha. Ja, und wir haben auch vor 10 Tagen mit Ihnen geredet, glaube ich. Oder ihr habt mit meinen Kollegen das gemacht. Es handelt sich um Online-Bitcoins. Ich wollte das Grundwissen, keine wieso ihr... Hab ich noch nie gehört. Wie bitte? Hab ich noch nie gehört. Haben Sie nie gehört? Sie haben eine Registrierung auf unserer Plattform gemacht, vor 15 Tage her. Aha. Wo denn genau? Auf Cryptosoft German. Aha. Das geht mit den Bitcoins. Okay, ich nicht. Wie kennen Sie es nicht? Wer kennt denn das? Soll es Ihr Vater kennen oder ich soll es kennen? Wer soll das kennen? Ich kenne das nicht. Hier ist der Name, Nachname, E-Mail und die Nummer von euch. Ihr werdet 1000 Mal noch angerufen. Ihr müsst das selbst machen. Aha, okay, nur dann viel Spaß. Okay, dann werde ich dich immer wieder anrufen, jeden Tag, 10 Mal. Alles klar. Okay, bis dich. Krimineller. Wie bitte? Du bist ein Krimineller. Ich bin ein Krimineller. Dein Vater ist ein Krimineller, du Hurensohn. Nee. Nee. Ich habe eine Frau gefickt. Ja, ich habe eine Frau gefickt. Das habe ich gemacht, gestern. Ja? Dann hat er, aber dann ist er aber schwul. Oh, hat er einen Mann? Ja. Ja, oh Mann. Dann habe ich ihre Tochter auch gefickt. Ja? Habe ich ja auch ich nicht. Ich habe ihre Tochter gefragt. Aber das ist ja auch pädophil. Sowas ist eklig. Ihre Schwester, ihre Mutter, ihre Frau. Ich habe alle gefickt. Ich habe dich gefickt. Pädophilie ist bei den Betrügern wohl an der Tagesordnung, wa? Hurensohn, verpiss dich. Ja? So welche du sind Arschgesichter. Wir sind keine Betrüger, das sind du. Nee, aber warum mein ganzes Leben nicht hast du arm sein. Du bist arm, verstehst du? Wenn du nicht arm wärst, hättest du auch so kein Registrieren gemacht, du Arschgesicht. Also bist ich bin arm und du arbeitest in einem Callcenter, das ist ja lustig. Oh ja, du bist ja arm, so ist das ja auch. Ich verdiene aber sehr gut Geld. Und du misst im Callcenter, am Telefon, ja bestimmt. Ja, das verdiene ich, hab keine Ahnung. Du bestimmt ein riesengroßes Vermögen machen da im Callcenter, wa? Ah, okay, dann leck mal Arsch, okay? Nee, das wird zu dreckig. Oh nein, das musst du machen. Nö, du bist doch dafür schwul, musst du dann bezahlen. Oh, du hast gesagt, du bist schwul, dann mach es dann, du Arschgesicht. Ja, was zahlst du denn dafür? Oh, Herr Sabuel, denkst du, ich weiß nicht, wer du bist? Nee, wer bin ich denn? Sag mal. Oh, ich sehe dich den ganzen Tag.
Fast jeden Tag sehe ich dich. Das ist ja lustig. Ja, okay. Pass auf. Glaubt ihr, dass irgendeiner den Quatsch? Vor allem, du machst dich doch damit nur selber noch unseriöser, als du schon bist. Oh Mann, verpiss dich. Ciao. Krimineller. Na, Pippi? Wie geht's denn so? Du hast aber eine schöne Computermaus. Ja? Hallo, Gerold Steiner wollte ich sprechen. Ja. Josef Nowak, Sie haben sich online eingetragen. Sie bekommen einen Wertgutschein von uns. Braunschweiger Straße 77. Wer sind Sie denn? Ich bin der Josef Nowak. Vor etwa 4 Wochen hatten Sie sich online eingetragen, Herr Steiner. Wo denn? Auf über 500 Webseiten waren wir vertreten für Gutscheine. Da haben Sie sich für einen Gutschein eingetragen. Wo habe ich mich da eingetragen? Sie bekommen dann die Post. Können Sie sich bitte einmal durchlesen, okay? Ja. Hallo. Hallo. Ja, was denn? Seien Sie mal ein wenig höflich. Was ist was denn? Ja, was möchten Sie denn? Ich will deine Mutter, deine Frau. Gibst du mir? Doof. Ja, bitte. Hallo? Einen schönen Tag, Herr Ander. Okay, schön Sie zu erreichen. Mein Name ist Patricia Conte. Und meine Gründe sind auf, es geht über Onlinehandel. Es geht über eine Anmeldung, was Sie früher über Onlinehandel gemacht haben, ja? Und ich rufe Ihnen von TradeStation.com. Wir sind eine große Firma hier in UK. Wir sind 11 Jahre in diesem Geschäft und natürlich wir sind lizenziert bei FCA. Herr Ander, wenn ich mal fragen darf, haben Sie früher Erfahrung mit Onlinehandel gehabt? Nee. Sie haben keine Erfahrung. Okay, bitte machen Sie keine Sorgen. Ich kann erklären ein bisschen Informationen über Onlinehandel und über unsere Firma. Ja? Aha. Okay, haben Sie momentan Zeit, bitte? Nee. Ich möchte Ihnen eine praktische Erklärung machen, ja? Weil das ist dann besser für Sie und für mich. Aber das ist doch bloß Betrug. Wie bitte? Aber Sie sind doch bloß Betrüger. Bitte, ich habe Ihnen gesagt, wir sind ein lizenzierte Unternehmen. Aber nur weil Sie das sagen, ist es ja deswegen trotzdem nicht wahr. Von FCA, bitte. Ja? Und ich möchte Ihnen zeigen, ein mehr Informationen über Onlinehandel und auch über unsere Plattform. Das ist nur ein kostenloses Informationen für Ihnen, ja? Sie verlangen gar nicht. Dann ist die Entscheidung, möchten Sie probieren mit uns oder nicht? Ist selber Entscheidung. Ja, weiß ich doch vorher schon. Was? Weiß ich doch vorher schon. Noch einmal bitte? Ja, weiß ich doch vorher schon. Ist ja nur Hören Sie mich. Nein, wir sind nicht eine Betrüger, ja? Doch. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen zeigen unsere Plattform und dann ist die Entscheidung. Ja, möchten Sie mit uns arbeiten oder nicht? Wie heißt denn die Betrugsplattform? Was haben Sie gesagt? Ich habe Ihnen gesagt, wir sind ein lizenzierter Unternehmen, okay? Es war eine Frage, es war keine Sage, es war keine Aussage. Ich habe gefragt, wie die Betrugsplattform denn heißt. Ich weiß nicht. Ach, Sie wissen nicht, wie Ihre eigene Betrugsplattform heißt. Tschüss, Benner. Ja, Betrüger. Hurensohn. Ja, jetzt bestätigst du doch noch, dass es Betrug ist. Fake, ja. Benner. Aber du bestätigst doch, dass es Mutter. Betrug ist. Im Puff, Benner. Ja, ich bin ein Betrüger. Tschüss. Deine auch? Ja, bitte. Schönen guten Tag. Christina Weber spricht am Apparat. Spreche ich mit Wolfgang? Ja, was möchten Sie denn am Samstag, nee, am Sonntag? Herr Wolfgang, wissen Sie was? Wenn ich Samstag unter der Woche anrufe, dann sagen Sie, Sie sind bei der Arbeit. Jetzt Sonntag, wo Sie normalerweise entspannt Zeit haben sollten. Also erwähnen Sie, dass es Sonntag ist. Eigentlich, ich rufe Sie an, wegen Ihrer Anmeldung. Aber ich möchte von Ihnen sonntags nicht belästigt werden. Was für Belästigung? Sie sollen sich freuen, wenn ich Sie anrufe. Weil? Ich soll mich freuen, weil mich eine Kriminelle anruft. Was hat das mit kriminell zu tun? Das ist eine Plattform. Sie sind doch kriminell. Kriminell sind Sie, dass Sie so sagen. Ja? Weil es ist eine lizenzierte Plattform. Dann bin ich ein Kriminell, aber Sie sind die Verbrecherin.
Ja. Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Sarah Miller und ich rufe an von den Factory Medien. Herrn Mario Kart möchte ich bitte sprechen. Ja. Ich melde mich bei Ihnen, weil Sie ihn nicht für eine kostenlose Verlosung registriert haben. Und zwar hat das auch geklappt, nämlich haben Sie sich durch die Teilnahme einen Gutschein gesichert im Wert von 599 Euro. Ja, das ist toll. Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Und das ist dann auch noch nicht alles, denn wir haben noch eine Finale in 2 Monaten. Da haben wir 10 Finalisten, 10 Preise und Sie gehören auch mit dazu. Es gibt 5 Bargeldgewinne insgesamt, nämlich der erste Preis, das sind die 20.000. Zweiter Preis 15, dritter 10, vierter 8 und fünfter Preis dann die 4.000 Euro in Bar. Für die restlichen Plätze 6 bis 10 gibt es dann verschiedene Gutscheine im Wert von 599 Euro in Form von Amazon, Reise, Hotel, Mediamarkt, Supermärkte und viele weitere Firmen mehr. Hierzu bekommen Sie das Ganze aber noch einmal postalisch mit allen wichtigen Informationen und Angaben an die angegebene Adresse. Das ist dann die Braunschweiger Weg 77 in Berlin. Ist das richtig? Ja. Okay, super. Dann bitte einmal zur Bestätigung Ihrer Person. Sie sind geboren am 14.07. und das Geburtsjahr bitte von Ihnen. Das Geburtsjahr ist 1994. Okay, super, stimmt auch überein. Das ist so, die Gutscheine bekommen Sie personalisiert auf Ihren Namen an die angegebene Adresse. Mhm. Und die Bargeldgewinne werden dann den Finalisten innerhalb von 24 Stunden nach der Ziehung auf das eigene Konto gutgeschrieben. Dafür brauchen wir dann bitte einmal die öffentliche Überweisungsnummer, das ist die IBAN. Wie lautet die bei Ihnen? Ja, die gebe ich dann, wenn es soweit ist. Das muss schon in der Gewinnbestätigung ersichtlich sein, wo die Gewinne hinüberwiesen werden. Außerdem ist das keine Geheimzahl wie PIN-Pin oder Kreditkartennummer. Das finde ich schon. Sollte man nicht einfach so rausgeben. Okay, alles klar. Dann werde ich das so eintragen für Sie. Ja, ich bedanke mich. Ja, tschüss Betrüger. Tschüss. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Emily Pohl ist mein Name von Trader Active. Oil Profit. Da muss ich eine Registrierung gemacht haben. Herr, können Sie mich hören? Ja. Okay. Sie haben bei uns eine Registrierung gemacht in unserer Plattform. Und ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto aktiv zu machen. Okay. Und mit der Arbeit anzufangen. Herr, können Sie mich hören, bitte? Nein. Was bitte? Herr, können Sie mich hören, bitte? Ich kann Sie hören, ja. Okay, wo haben Sie diese Registrierung gemacht? Im Handy oder im Computer? Müssten Sie das nicht eigentlich wissen? Okay, weil ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto aktivieren. Was wo denn? Wo Sie die Registrierung gemacht haben. Ja. Ja. Okay, wo haben Sie das gemacht? Im Handy oder im Computer? Weiß ich nicht. Sie wissen das nicht? Mhm. Okay, aber was wissen Sie über diese Registrierung? Gar nichts. Gar nichts? Machen Sie Witze oder was? Nö, hören Sie mich lachen? Herr, ich rufe Ihnen von einer Handelsplattform. Und ich werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto aktivieren. Was ist das? Das ist Handelskonto. Es geht um Online-Handel. Arbeite mit der Finanzprodukten. Was macht man da genau? Möchten Sie nicht antworten? Hallo? Betrüger-Tante, ich höre dich nicht mehr. Hallo, schönen guten Tag. Sie sind meine Frau Jana Goldberg weitergeleitet. Mhm. Kennen Sie mich hören denn? Nee. Und Sie machen ja aber Spaß. Nee, ich lache doch gar nicht. Doch, Spaß und Ironie sind eigentlich auch sehr verbunden miteinander. Herr Lorioris, oder heißen Sie so? Lorioris, was für ein komischer Name. Das ist mein Vorname. Knusprig, knusprig wäre der Nachname, mit dem Sie mich anzusprechen haben. Sie haben ja Betrügerei gesagt. Also Sie haben auch nicht meinen Namen erwähnt. Also deswegen sage ich ja, auch Ihren Vorname. Gesagt. So, was möchten Sie denn jetzt von mir? Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Also ich wollte eigentlich wissen, wieso haben Sie denn in ein Konto hier bei uns eingerichtet, wenn Sie denken, dass wir eine Betrügerei sind? Ja, ich denke, Sie sind Betrüger, weil Sie nicht geredet haben. Wie habe ich nicht geredet? Na, die andere Tante, die da am Telefon war, hat ja nicht gesprochen. Die hat ja nichts gesagt. Was haben Sie denn mit der anderen Kollegin? Es kann sein, die ist neu oder die kommt von Italien. Aber Sie müssen ja nicht so jetzt reden. Nee, muss ich nicht. Ich dachte schon. Eben.
Ja. Leute lernen erstmal Manieren, ein bisschen Respekt zu haben, irgendwo, wo sie sich selber registriert haben. Doch, doch. Auch doch keinen Respekt vor Kriminellen haben. Was hat ihnen so wehgetan bis jetzt, dass sie so sind? Du bist doch eine Kriminelle. Und Mundgeruch hast du auch noch. Wer ist kriminell hier? Na du und dein Mundgeruch. Hä, wieso sind sie so ein Arsch? Sind sie so ein gefickter, verfickter Hurensohn? Ja, Mensch, da spricht aber die Betrügerin von ihrer guten Kinderstube zu Hause. Ja, können Sie gerne bei der Polizei gehen. Sagen Sie es. Ich habe auch hier an, eine geht Strafe man nicht. Für Sie. Du, man ich ruft, auch man ruft bei der Polizei Sie. An wo und Sie, man geht da wo nicht hin. Sie ein Konto eingerichtet haben, selber mit hier Daten. Voll. Und ich gehe auch selber bei der Polizei. Ja, ja. Ja. Nein, Mensch, da hat die Betrügerin Beweise. Ja. Betrügt. Ja. Verfickter Hurensohn. Kriminelle. Ja, ich bin. Ja. Ja, und jetzt, was haben Sie verdient bis jetzt? Was haben Sie gewonnen? Ja. Dass Sie Scheiße labern am Handy. Was haben Sie gewonnen? Nee, die Scheiße kommt gerade unten raus. Ich sitze auf Toilette. Nehmen Sie die Scheiße da bei Toilette. Essen Sie das, damit Sie keinen Scheiße labern. Oh. Wunderschönen guten Tag. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo, guten Tag. Ja. Ich bin gerade mit Herrn Andreas Kurz. Der Herr Kurz. Gut. Sie so heißen, Herr. Mein Name ist Claudia Darwin. Melde mich von der Firma Proforbex über Onlinehandel. Aha, sehr interessant. Kein Problem. Wir haben ein Problem. Ja. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Kann ich mit Herrn Pola Thomas sprechen, sind Sie? Ja. Nun gut, ich bin Berater von Firma Shop Online. Sie haben bei uns Serosnetter bestellt. Erinnern Sie das? Nee, was ist denn das? Ja, das war ein Mittel Serosnetter gegen Blasenentzündung. Erinnern Sie das? Nee. Oder nein, Sie wissen das nicht. Aber bei mir steht Pola Thomas. So, vielleicht das war eher Frau oder was? Ich weiß nicht. Ja, der Herr Puller könnte meine Frau gewesen sein. Ja, aber wann kann ich mit der Frau denn sprechen? Weiß ich nicht. Die ist jetzt aktuell für immer verhindert. Ich habe die gerade untergebuddelt. Ach so. Und ich habe die gerade eingefüllt. Morgens ist es denn gegen Blasenentzündung und so. Ja, bei dem Loch, wo die jetzt liegt, braucht die sowas nicht mehr. Diese Woche ist es unmöglich, ja? Mit der Frau zu sprechen, oder? Nee. So, verstanden. Na gut, danke dann. Tschüss. Wollen Sie die mal streicheln? Ja, kein Problem, ich streiche das jetzt dann. Wollen Sie streicheln? Dann. Ja, danke dann. Streicheln, okay. Gut, streicheln wir die jetzt. Ja. 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 Hallo, guten Tag, ich bin Zoe Meyer. Spreche ich mit der Mario Kart? Super. Ich arbeite in Finanzmonitorsabteilung in Deutschland, Herr Karl, und wir gefunden Ihre Kryptotasche. Und sagen Sie mir bitte, haben Sie irgendwo Geld bezahlt, Geld investiert früher oder etwas Aktien gekauft vielleicht? Haben Sie da auch jemanden sitzen, der nicht so nuschelt? Wie bitte? Haben Sie da auch jemanden zu sitzen, der nicht so nuschelt? Ich brauche ganz andere Informationen, ja. Mich interessiert, warum haben wir da diese Kryptotasche gefunden? Haben Sie schon Erfahrung vielleicht in Online-Handlung? Na, haben Sie da auch jemanden sitzen, den man versteht? Weil Sie versteht man nicht. Nee, ich brauche erstmal nur Antwort. Haben Sie Ich hätte gerne einen anderen Mitarbeiter. Nee, antworten Sie mir bitte ganz einfach. Haben ich verstehe Sie ja Geld nicht. Was bezahlt? Soll ich denn da antworten? Das haben Sie nicht verstanden. Ich habe gefragt, haben Sie irgendwo Geld bezahlt oder haben Sie irgendwo etwas Aktion gekauft, zum Beispiel Bitcoins oder andere Aktionen? Nee. Alles gut. Ich interessiere nur das. Aha. Und weiter? Ja. Hallo, Samuel. Was denn? Das ist mein Vorname. Ja, genau. Mein Name ist Anna Ster und ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Und zwar haben Sie sich bei unserer Plattform über Werbung angemeldet. Ja, das ist 1000 Jahre her. Ja, investieren Sie schon? Nö. Ja, dann können wir mit einer anderen Firma? Nö, aber hier rufen ja nur lauter komische Viecher an, die mir irgendeine Scheiße am Telefon erzählen wollen. Ja, ich kann Ihnen dann vielleicht eine E-Mail mit der ganzen Info schicken. Dann ja, was soll ich mit einer E-Mail? Sie rufen doch illegal an, also was soll ich denn da mit einer E-Mail? Oder per WhatsApp können wir chatten, ich sende Ihnen die ganze Information. Das ist noch unseriöser. Ja.
Ja, haben Sie jetzt Interesse zu investieren? Oder haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen da gemacht? Finden Sie die Frage nicht ein bisschen albern, dass man bei Betrügern investiert? Man kann Betrügern höchstens das Geld hinterherwerfen, aber investieren will ich das nicht. Woher wissen Sie denn, dass wir Betrüger sind? Naja, weil Sie ja einfach ohne Erlaubnis anrufen, also können Sie ja wohl nur Betrüger sein. Ja, Sie haben sich doch registriert. Ja, bei Betrügern, richtig. Und die rufen dann ohne Erlaubnis an. Ja, wieso haben Sie sich dann registriert? Ja, weil ich die Betrüger ein bisschen ärgern will. Ah. Ja, da hast du bestimmt noch ein paar tausend Datensätze bei dir, mein Schmuckstück. Wenn wir uns ein paar Mal hören. Ja? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Samuel Salmonelle, ja? Salmonelle. Salmonelle, Herr Salmonelle. Ja. Mein Name ist Dario Coronel, ich bin ein Kontoberater von AUX Capital. Europäische Finanzbörse. Ich kontaktiere von der englischen Finanzbörse. Deutsche Finanzbörse. Ach, polnische. Deutsche. Russisch. Deutsche Finanzbörse. Russisch, okay. Guten Tag. Spottest du, Idiot? Ja, natürlich veräpple ich dich, du Scheißbetrüger. Idiot, Scheiße. Yep. Was möchtest du denn? Findest du das gut? Ja, macht Spaß, ja. Mensch. Schön lauter bei euch im Betrügerstall. Deine Mutti stolz auf dich, dass du da was zum Ratschen in der Hand hast, ja. Mensch. Ja. Ja, guten Tag. Der Herr Klein am Apparat von gestern. Wir hatten heute einen Termin gehabt, aber ich wollte mich nur kurz bei ihm melden und fragen, wie es ihm geht. Ne? Von der Crypto.de. Von gestern bin ich, der Oliver Klein. Ich hoffe, Sie haben mich nicht. Wie bitte? Wir haben aber nicht gehört. Ich höre nicht mehr. Hallo, schönen guten Tag, Herr Gustav. Wie geht es Ihnen heute? Herr Gustav, hören Sie mich? Was ist das? Herr Gustav? Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Felix. Wie geht es Ihnen heute? Hallo? Ja, hallo. Mein Name ist Emile und ich melde mich wegen Ihrem Interesse an Onlinehandel und ich wollte Ihnen ein paar Informationen geben. Und Sie, Herr Felix, haben Sie vorher Erfahrung mit Onlinehandel gehabt? Ja. Ja, und wie war Ihre Erfahrung? Haben Sie eine gute oder eine schlechte? Ich habe es nicht verstanden. Wie war? Herr Felix, und wann haben Sie Ihre Investition gemacht? Mal ab. Herr Felix? Ja. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ja. Wann haben Sie Ihre Investition gemacht? Herr Felix? Ja, ich habe Ihnen nicht gehört. Was sagen Sie? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Herr Felix, das ist nicht ein Spiel. Wenn Sie möchten, Sie können sprechen. Wenn Sie nicht möchten, Sie können auflegen. Sprechen? Ja. Wollten Sie mit mir sprechen? Sprech. Ja. Wollten Sie? Ja oder nein? Bananensalat. Herr Felix. Ja? Hören Sie mich kurz. Guck mal, da kommt eine Gurke geflogen. Hören Sie mich kurz, bitte. Ja, fettige Gurke. Herr Felix, das ist nur eine informative Anruf. Ich werde Ihnen über meine Firma informieren, wie es bei uns funktioniert, was wir handeln und wie viele Profite Sie von uns bekommen, wenn Sie eine Kunde bei uns sein. Wenn Sie interessiert sind, Sie können es mir sagen. Wenn Sie nicht, Sie können es auch mir sagen. Und wie ist Ihre Entscheidung? Wow. Ja? Okay. Herr Felix, können Sie bitte mir eine Antwort geben? Habe ich. Ja, was haben Sie gesagt? Wow. Wow, wollen Sie ja oder nein?
Oho, das ist nicht ein Spieler, Felix. Eigentlich schon einen guten Tag. Tschüss, Betrüger. Tschüss. Tschüss, Betrüger. Jo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Gunther. Wie geht es Ihnen heute? Sehr gut. Herr Gunther, hören Sie mich? Ja. Ja, mein Name ist Emily und ich melde mich wegen Ihrer... Emily. Ach, Emily, ich habe dämlich verstanden. Ja, und ich wollte ein paar Informationen mit Ihnen teilen wegen Onlinehandel. Haben Sie darüber... Ja, Onlinehandel. Haben Sie... Herr Gunther, haben Sie darüber gehört oder gelesen? Im Radio habe ich das mal gelesen. Ah, Sie haben im Radio gehört? Nee, gelesen. Im Radio gelesen? Hm. Wie ist das möglich? Habe ich aufgeschraubt und geguckt. War eine Zeitung drin. Ah, in Ihrer Zeitung. Hm. Ah ja, ich verstehe. Herr Gunther, das ist nur ein informativer Anruf. Ich wollte Ihnen kurz informieren. Und dann, wenn Sie es nicht möchten, Sie können auflegen. Ja. Ja, kann ich Ihnen kurz ein paar Informationen geben? Ja, dann erzähl mal da deinen Betrügerstuss. Herr Gunther, warum glauben Sie so, dass wir Betrüger sind? Weil da eine Gurke angeflogen kommt. Das ist eine Fliegegurke. Für das Gurkentag. Herr Gunther, das ist nicht so. Nee, keine Gurke. Oh, der Tag, an dem die Gurke verschwand. Herr Gunther, hören Sie mich kurz. Ja, ich weiß nicht, was haben Sie gehört oder was haben Sie gelesen, aber wir sind eine lizenzierte Firma und wenn Sie möchten, ich kann Ihnen meine Lizenz zeigen und die Lizenz von meiner Firma, dass Sie sicher sein, dass wir keine Betrüger sind. Wer hat denn die ausgestellt, die Lizenz? Ja, möchten Sie die Lizenz sehen? Wer hat denn die ausgestellt? Herr Gunther, kann ich Ihnen jetzt ein paar Informationen geben, ja oder nein? Na, du kannst ja nicht mal auf Fragen antworten, also wie willst du denn da Informationen geben? Ja. 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 Mhm. Was wollen Sie, Herr Gunther? Betrüger. Betrüger? Sie wollen mit einem Betrüger sprechen? Ja. Aber Sie haben nicht diese Möglichkeit, mit einem Betrüger sprechen, weil wir sind ein seriöser Unternehmer und leider, Sie können nicht mit einem Betrüger sprechen. Nichts da. Nö. Ja, nö. Herr Gunther. Okay, Herr Günther, einen schönen guten Tag und bleib gesund. Boah, Betrüger. Ja, wieso? Hm? Wie Sie sagen. Ja, tschüss. Schäme dich. Ja? Hallo, schönen guten Tag, Herr Peter. Wie geht Tag, es Ihnen Betrüger. Heute? Betrüger. Warum sagen Sie, dass wir Betrüger sind? Betrüger. Ja, Betrüger, leider, wir sind kein Betrüger. Kriminelle. Okay, dann, ich sehe eine Entscheidung. Was denn? Herr Hartmut. Was denn? Bitte schön. Aber schließen Sie alle. Wie kann ich denn helfen? Guten Tag. Ja. Hello. Hello, am I speaking with Mr. Sorry? Was für ein Ding? Hallo? Ja. Herr Kurt. Ja. Wie geht's? Gut? Nett. Alles klar, Auto am Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Hatten wir doch gerade. Wie bitte? Hatten wir doch gerade. Noch einmal, hab ich nicht verstanden, tut mir leid. Hatten wir doch gerade. Hatten wir was denn? Nur die Frage. Ja. Ich wollte sicher gehen, dass es auch gut geht. Ja gut, ich rufe an, weil Sie eine Anmeldung wegen Online-Investitionen gemacht haben. Aha. Ist das richtig? Keine Ahnung. Keine bestimmt Ahnung. Nicht. Bestimmt nicht. Wie bestimmt nicht? Na bestimmt nicht. Ist das Ihr rechter Name, Herr Kurt? Wie heißen Sie denn? Otto Lambert. Aha. Ist das Ihr rechter Name? Ist Ihr echter Name? Andreas? Natürlich. Wie ist das? Also Andreas Kurt. Sie heißen Otto Lambert. Ja, Lambert. Lambert, das. Aha. Ja. Ja, genauso echt ist mein Name auch. Dann wissen Sie ja Bescheid. Andreas Scheiße, ne? Nee. Hallo Herr Kurt, wie viele Anmeldungen haben Sie denn gemacht?
Ganz viele. Bestimmt ein paar tausend. Da wirst du heute deinen ganzen Tag mit verbringen. Ah, da sind sie ja, ne, da sind sie ganz schön interessiert. Ja, um eure Zeit zu stehlen. Ja, aber müssen sie auch den Nachnamen nennen? Mr. Lambert. Lambert. Lamberta lalala. Ja, ratatata. Ja, dein Name ist genauso scheiße wie meiner. Ja, ne, gut. Ja. Hast mich gewundert. Wer hat dir den Namen ausgedacht? Mein Name? Ja, wer hat denn den ausgedacht? Wie ausgedacht? Ja, der ist doch ausgedacht. Du heißt doch nicht Lambums. Lambums? Ja, so heißt du doch nicht. Ja, natürlich heiße ich wie du willst, heiß ich. Aha, siehst du? Sag ich doch, ausgedacht. Ja, ne? Ja. Also, ja, aber warum? Auf jeden Fall kommt ihr heute zu keinem Abschluss, weil euer ganzes System vollgemüllt ist. Natürlich nicht, natürlich nicht. Hm. Aber warum Code? Ja, wenn du den aussprichst. Meinst du, sind sie scheiße oder was? Nee, aber ihr. Wir. Wer denn? Ja. Ich? Nee, ihr seid doch Betrüger, illegale Kriminelle. Illegale Kriminelle? Sogenannte Viecher. Ja, Viecher. Ja. Ja, das ist ein bisschen, ihr seid Viehzeug. Ein bisschen, wertloses, ne? Viehzeug. Das ist ein bisschen Respekt, das ist ein bisschen, Bei dir muss ich keinen Respekt haben, du kriminelles Schwein. Warum nicht? Ja, weil du kriminell bist, du betrügst Menschen. Sowas gehört in Kerker und nie wieder rausgelassen. Woher haben sie das denn gehört, dass ich Menschen betrüge? Ja, weil du erstens schon mal keine Anruferlaubnis hast und zweitens zahlt ihr das Geld nicht aus. Wie? Wenn man bei euch die 250 Euro einzahlt, kriegt nie wieder einer irgendjemand was zurück. Ja, scheiße. Warten Sie mal. Wo haben Sie gedacht, wie habe ich keine Anruferlaubnis? Ich kann nur anrufen, wenn ich will. Deine Mutter stolz auf dich, dass du so einen betrügerischen Job machen musst? Ja. Ja, ganz stolz auf dich, ja. Natürlich. Ach. Ja, aber wer, Herr Code, wir sind doch hier keine Betrüger, wir helfen. Natürlich, ihr seid krimineller Abschaum. Woher weißt du das? Das weiß ich. Bist du schon mal gelogen worden, oder nicht? Nö, aber ich bin schlau genug, da nicht drauf reinzufallen. Ja, guck mal, siehste, schlau genug. Alles klar, Herr Code, ne? Scheiße. Ja. Ihr habt heute einen richtig beschissenen Tag. Wie bitte? Nein. Doch, ihr kommt heute definitiv nur noch bei mir raus. Nur noch bei Ihnen raus? Ja. Glauben Sie? Weiß ich. Aber Sie haben überall die gleiche Nummer und die gleiche E-Mail. Nee, Schnuckelschwänzchen, ich habe 7000 Telefonnummern. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich immer die gleiche verwendet habe, damit das auffällt. Ja, aber natürlich hast du die gleiche, weil du dumm bist. Ja, nee, dumm seid ja ihr. Nein, warum bin ich dumm? Ich hab's doch erkannt. Na, du bist dumm genug, hier anzurufen. Warum? Ja, sieht man doch. Warum bin ich dumm, dir anzurufen? Naja. Hä? Weil wir gerade eine Fangschaltung laufen haben, Schnuckelschnulz. Und die, ja, ist doch kein Problem. Ja, die 3 Minuten sind um. Du bist mal ganz genau, wo ihr sitzt. Oh, dann ist gut. Alles klar, ne? Ja, gut. Dann kommst du besuchen, gerade selber, oder wie? Nee, wir machen euer ganz Laden da dichte kriminellen Dreckschuppen. Okay, alles klar. Ja. Ne? Mach du mal weiter deine Arbeit, wie heißt das? Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du an irgendwas krepierst. Ist mir egal, was. Okay. Ich wünsche dir was Schlimmes aussuchen. Ne? Ja. Das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen in nördliche Richtung da. Wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, falls noch nicht getan, am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn's ein neues Video auf dem Kanal gibt. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal, schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!